Berlin hat durchgehend geöffnet und Kreuzberger Nächte sind lang. Mitunter beschreiben auch Tourismuswerbe und Schlagertexte die Wirklichkeit unfreiwillig genau. Dass das Leben in der Hauptstadt nicht nur aufregend, sondern auch kurz sein kann, ist für den Notarzt der Rettungsstelle des Urban-Krankenhauses eine alltägliche Erfahrung. Berlin-Friedrichstraße, einer von mehr als 5000 Einsätzen, die jährlich von Kreuzberg aus gefahren werden. Eine Frau wurde angefahren und schwer verletzt. Sie schwebt in Lebensgefahr. Schon nach wenigen Minuten ist die Diagnose klar. Schädelhirntrauma. Jetzt zählt jede Sekunde. Ja, Vormeldung Neurochirurgie. Eine Dame, die über die Straße gegangen ist und mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei zusammengestoßen ist, was mit Sonderrechten unterwegs war. Und ist von dem Fahrzeug erwischt worden mit der Seite und etwa 7-8 Meter geschleudert worden. Und ist jetzt komatös beatmet. Und wir bringen sie in die Neurochirurgie. Die Fahrt geht diesmal nicht, wie so oft, in das Kiez-Krankenhaus am Landwehrkanal, sondern in die Spezialabteilung einer anderen Klinik, wo ein Operationsteam bereits auf die Patientin wartet. Touren nach Neukölln und anderswo sollen nach dem Willen einer Gutachtergruppe aus Kiel demnächst für die Notarztwagenbesatzungen aus Kreuzberg die Regel sein. Grund: Ihre Basisstation, das Urban-Krankenhaus, soll aus Kostengründen geschlossen werden. Dort werden kurze Zeit später andere Notfallpatienten eingeliefert. 3 von 130 Erste-Hilfe-Fällen, die pro Tag hier versorgt werden. Mit Routine, Geduld und viel Verständnis für die Besonderheiten des Bezirks. Der Ausländeranteil in Kreuzberg liegt bei 32%. Ihre Kinder wollen auch rausgeholt. Die hat leichte Rauchvergiftung und die Kinder wollen nicht. Gut, dann machen wir eine Dauerverstätigung, ja? Ja. Okay. Brauchen wir den Namen? Ja. In einem anderen Behandlungsraum wartet schon der nächste Patient, ein Pole mit einer Stichverletzung. Der Arzt als Dolmetscher gehört zum Service. Es scheint schon verbunden zu sein. Können Sie uns ein bisschen verstehen? Ein bisschen. Da standen 6 türkische Männer und der wollte vorbeigehen und er hat ein Messer gezogen und hat ihn zugestanden. Türkische Rache heißt diese Art von Verletzung beim Personal. Das ist nicht fremdenfeindlich gemeint, sondern wirklichkeitsnah. Auch Schussverletzungen und Pitbullbisse gehören zum Standardprogramm im Problembezirk. Die Gewalt nimmt zu und die Leute haben keine Hemmungen mehr. Also wir sehen es ja tagtäglich, wenn dann hier Verletzungen kommen. Beim geringsten Anlass wird sofort zugestochen. Naja, Kreuzberg ist erstens der Bezirk mit den meisten sozialen Problemen in Berlin, der höchsten Arbeitslosigkeit, mit dem höchsten Ausländeranteil. Das alles zusammen ergibt natürlich ja auch eine Mischung, die also eine Menge Probleme in sich birgt. Ne? Dass ihr Krankenhaus aus Kostengründen geschlossen werden soll, halten die Bediensteten für eine vorgeschobene Begründung. Denn sowohl bei den Fallkosten als auch bei der Verweildauer pro Patient gehört die Kiez-Klinik zu den günstigsten in der Hauptstadt. Wir haben 50.000 Patienten jährlich hier in unserer Rettungsstelle, knapp 50.000, hier zu versorgen. Die nächsten Krankenhäuser sind kilometerweit weg. Wir würden eine Versorgungswüste hier in der Mitte von Berlin schaffen, wenn dieses Krankenhaus geschlossen würde. Und nicht nur die Notfallversorgung würde Schaden nehmen, sondern auch die Aufgabe, die dieses Krankenhaus hat, die Konsequenzen von Armut und schlechten Lebensbedingungen zumindest aufzufangen, würden nicht mehr gewährleistet sein. Der nächste Notarzteinsatz belegt, was mit Armut und schlechten Lebensbedingungen gemeint ist. Ein Mann ist in seiner Wohnung zusammengebrochen, nähere Umstände unbekannt. Die Wohngegend, in der der Notfallpatient lebt, gehört zu den schlechteren in Kreuzberg, dem Stadtteil, in dem alte und hilflose Menschen ohnehin überrepräsentiert sind. Sind Sie zuckerkrank?
Ja, ja, was ist passiert? Ja. Und der Doktor. Was ist denn passiert? Los gewesen, oder? Ja, der hat hier neben Bett gelegen. Und 32 Einheiten spritzen sie sonst, ja. Der Mann hat einen Hypoglykogenschock, das heißt zu wenig Zucker, infolge einer Überdosierung von Insulin bzw. einer der Dosierung nicht angemessenen Ernährung. Der kocht hier auf den alle Vieren rum, liegt hier auf der Erde. Ich hab ja Schock gekriegt. Ich war in der Küche und war am Kochen. Die Behandlung durch den Notarzt bringt den Mann in einen halbwegs stabilen Zustand. Ins Krankenhaus will er nicht. Sie möchten jetzt höher dosieren, oder was? Nee, um Gottes Willen. Sie sollen das Insulin nicht höher dosieren, sondern er muss mehr essen, wenn er genau die gleiche Menge Insulin zu sich nimmt. Sonst geht der Zucker runter. Ist nicht schlecht. Heute hat er etwas wenig gegessen. Ja, sonst ist heute, der nicht schlecht. Das ist der Grund, warum er mit dem Zucker so niedrig ist. Ach, deswegen. Obwohl die Frau seit Jahren mit der Krankheit ihres Mannes vertraut ist, ist ihr der Zusammenhang zwischen Insulinbehandlung und Ernährung noch immer ein Buch mit 7 Siegeln. Dass Hilflosigkeit in Kreuzberg zum Alltag gehört, weiß der Notarzt seit langem. Den Kieler Gutachtern ist das fremd. Auch für Menschen mit Alkohol, Drogen und anderen Problemen ist die Klinik am Landwehrkanal oft die letzte Abfahrt vor dem totalen Absturz. Einmal Hamburg-Berlin oder was? Mit 4200 sogenannten Interventionen in akuten Lebenskrisen pro Jahr fängt das Team des Urban-Krankenhauses viele Gestrandete zumindest zeitweise auf. Promillewerte zwischen 3 und 5 sind bei den Patienten in der Ausnüchterungsabteilung keine Ausnahmen, sondern die Regel. Um Sie ein bisschen auszuziehen, müssen wir Sie jetzt aufrichten, bitte, ja? Ja, war, dann weiß ich, jawohl. Gut. Aber ich bei der Frau? Meine Frau? Nee, die haben wir hier nicht. Tut mir leid. Der Erstversorgung folgt die Regelung des Flüssigkeitshaushalts. Sie sind der erste Gast. Sehen Sie mal. Ein Zimmer für Sie alleine. Dann gehen wir mal auf Klo. Gleich auf Klo. Ja, was machst du denn? Ja, muss halt so, Herr. Jetzt können Sie aufstehen und aufs Klo gehen. Klappt's denn? Nein, ich muss so weit in der Stunde. Ich höre nichts. Ich höre auch nichts. Ich habe eine Familie. Genau. Ich mach mal ein bisschen Wasser an. Auch die akustische Animation bleibt folgenlos. Das haben wir jeden Abend mehrfach. Tja. Kurz nach Mitternacht die erste Pause. Kaffee, Zigaretten und Themen, die seit Wochen dieselben sind. Was passiert, wenn tatsächlich geschlossen wird und was treibt die Planer? Ich kenne keinen besseren Arbeitsplatz als den hier. Und wüsste auch nicht, wo ich dann arbeiten sollte. Also vom, so wie das hier ist in diesem Krankenhaus, in dieser Rettungsstelle besser gesagt. Ja, es gibt es nirgends anders in Berlin. Ich denke, dass es eine politische Angelegenheit auch ist, dass, die Regierung hier in die Mitte der Stadt kommt und man möchte einfach ein gewisses Publikum loswerden oder nicht in der Stadt haben oder nicht in der Nähe haben, wo halt eben die große Politik oder etc. gemacht wird. Und das denke ich mal, damit sind wir betroffen und dass deshalb wir daran, dass daran gedacht wird, dass wir schließen müssen. Dass unser Publikum eben sich verlagert und aber bloß nicht in der Innenstadt ist. Gegen 1 Uhr nachts, Kontrollgang. Hallo, durch die Ausnüchterungsräume. Na? Geht's einigermaßen? Naja, sie versteht uns nicht, das ist eine ausländische Patientin. Ja. Ich schlaf mal weiter. Ist der. Moment. Ja, morgen, ja? Morgen. Ja? Bis zur Rückkehr in die nüchterne Wirklichkeit sind es noch ein paar Stunden. Auch Patient S. ist noch in einer anderen Welt. Sein kurzfristig drängendstes Problem ist noch immer ungelöst. Wo sind Sie denn? Hallo, geht's Ihnen gut? Alles klar. Er sitzt gerade. Nur gucken. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Nur gucken, ob Sie noch leben. Ach so. Ja? Geht's Ihnen einigermaßen? Warum
behandle sie nicht so. Och, da können wir uns nachher unterhalten. Ein 14-Jähriger, der kriminell ist und so weiter, die werden alle so anders behandelt. Ja, unterhalten wir uns morgen früh drüber. Älteren Herrn, wenn er mal einen getroffen hat, der wird das nicht erwarten bei mir noch, oder was? Das kann doch nicht spenden normal sein. Man kann sich jetzt nicht mit ihm normal unterhalten. Das geht nicht. Auf jeden Fall leben sie noch. So. 1,5 Stunden später. Notarzt Atmo Vihadio und seine Helfer sind wieder unterwegs. Es ist der 6. Einsatz in dieser Nacht. Eine alte Frau, so die Meldung, leidet unter akuter Atemnot. Guten Morgen. Erzählen Sie mir mal, was Sie für Beschwerden haben. Seit wann ist denn die Luft knapp? Seit 2 Tagen. Also seit 2 Tagen? Und warum? Und jetzt ist es heute Morgen schlimmer geworden? Die Nacht. Die hat mir wach gemacht und ich kriege keine Luft und so. Ja, und nach und nach. Ich weiß nicht. Ich bin auch ein alter Mann. Ja, auch 89. Und sie ist auch 85. Sie haben ein bisschen Wasser in der Lunge. Ja. Und ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir Sie mit ins Krankenhaus nehmen. Ja. Ja? Mhm. Haben Sie vielleicht eine Jacke für Ihre Frau? Und dann nehmen wir Sie mit. Mit dem Stuhl? Ja. Im Stadtteil mit der höchsten Sterblichkeitsrate Berlins sind es oft ältere Menschen, die schnell Hilfe brauchen und ein wohnortnahes Krankenhaus. Die Patientin ist dem Personal im Urban seit langem bekannt. Ihr Mann wäre mit dem Besuch in einer ferner gelegenen Klinik überfordert. Man ist ja hilflos in einem Alter nachher. Man kann ja nicht mehr denken, richtig. Ach, ist das furchtbar. Schon kurz nach der Einlieferung geht es der alten Dame besser. Nicht nur der Medikamente wegen, die langsam zu wirken beginnen. Ja, ja, das waren heute jetzt zu Hause. Atemnot. Ist jetzt besser? Gegen 5 Uhr hofft der diensthabende Notarzt, dass kein neuer Einsatz mehr kommt. Was machen Sie jetzt? Ich gehe jetzt oder versuche wieder ein bisschen zu schlafen. Weil es eine lange Nacht ist und habe jetzt noch bis morgens um 8. Das sind noch 3 Stunden und vielleicht habe ich noch die Möglichkeit, zum Bett zu gehen. Die Frau aus der Ausnüchterungszelle ist trotz ihres beachtlichen Blutalkoholgehalts schon wieder auf den Beinen. Das ist mal die polnische Patientin, die bei euch, die steht jetzt bei mir vorne und fragt, wie sie nach Slubice kommt. Ja, ist gut, okay. Hm? Moment, warten, kommt gleich jemand, ja? Was sagst du? So. Wo ist sie denn? Da ist sie. Na, komm. Ich zeig Ihnen den Weg. Ja. Nur nicht wie nach Slubice gehen. So, komm. So. Oh. Ja? Du kennst den Weg nach Slubice? Natürlich. Und ich geht schon los hier, wir gehen irgendwann ankommen. Wa? So, komm. So. Hier noch mal ein bisschen schlafen, ja? Hier. Morgen früh, ja? 6 Uhr. So, komm. So. Auch Herr S. verspürt Bewegungsdrang. Videoüberwacht findet er selbstständig den Weg, der seit Stunden sein Ziel ist, am Ende einer langen Kreuzberger Nacht.